etwas kontrollieren zu wollen, nichts festhalten, nichts loswerden wollen, nichts anders haben wollen. Einfach sein mit dem, was jetzt in diesem Moment da ist. Bewusst mit der ganzen Aufmerksamkeit dabei zu bleiben, zu beobachten, wie der Körper von ganz alleine ein- und wieder ausatmet. Wir brauchen den Atem nicht verändern, nur beobachten. Der Bauch und auch der Brustkorb beim Einatmen nach außen wölbt, die Luft einspürt. Und beim Ausatmen zieht sich der Körper erst der Brustkorb und dann der Bauch wieder zurück. Größtes Kontrollzentrum ist im Kiefer, Zähne zusammenpressen. Und hier brauchen wir nicht mehr durchhalten. Beim Einatmen hebt sich der Bauch nach außen. Und beim Ausatmen zieht sich der Bauchnabel zurück Richtung Wirbelsäule. Manchmal kann es passieren, dass sich die Gedanken wieder in den Vordergrund schieben. Wenn du es bemerkst, kannst du einfach die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem richten. Da, wo die Aufmerksamkeit ist, da ist auch die Energie. Also wenn wir mit der Aufmerksamkeit dabei sind, das Atmen zu beobachten, treten die Gedanken ganz automatisch in den Hintergrund. Verlieren immer mehr an Bedeutung.
kannst dich in jedes Ausatmen etwas tiefer hineinsinken lassen. Tief ausatmen. Ist das, als wenn du so ein Stück tiefer in dich selbst hineinsinkst? Merkst, dass die Aufmerksamkeit zwischen euch einfach wegdriftet. In dem Bemerken kannst du dich wieder ganz hier jetzt zurückholen, indem du deine Aufmerksamkeit wieder ausrichtest. Das Beobachten des Atems ist wie ein Anker, um wirklich ganz präsent bleiben zu können, ganz hier sein zu können. Nicht von den Gedanken wegtragen zu lassen. Und hier ausatmen. Ein Stück weit tiefer auch entspannen, zur Ruhe kommen.
Energie im System spürbar ist in deinem Körper. Dann Gedanken auftauchen. Oder vielleicht sind auch Gefühle wahrnehmbar. Bleib einfach mit der Aufmerksamkeit beim Atem, ohne dass du all das, was auftaucht, irgendwie greifst. Du brauchst nichts unterdrücken, nichts bekämpfen, nichts analysieren. Die Aufmerksamkeit bleibt auf den Atem ausgerichtet und alles andere wird einfach nur bemerkt. Und schau für dich nach, ob es einen Platz in dir gibt, eine Wahrnehmung, wo du Frieden wahrnehmen kannst, wo es einfach still ist. Nach jedem tiefen Ausatmen so einen Moment, wo gar nichts passiert. Bevor das nächste Einatmen wieder auftaucht, ist es einfach still. Ich lade dich ein, mal zu schauen, ob du diese friedlichen Moment nach dem Ausatmen in dir wahrnehmen kannst. Von diesem Platz aus taucht alles auf, das Einatmen, Körper, Gedanken und Gefühle. Du kannst einfach an diesem stillen Platz verweilen und beobachten, dass all das immer wieder auftaucht. Ganz alleine dorthin wieder verschwindet. Alles kommt und geht. Dieser Tiefe nach dem Ausatmen. Wo einfach nichts mehr ist. Thank you.
zugleich mit der Aufmerksamkeit vielleicht wieder mehr in diesen Raum zurückkommst, kannst du immer wieder für dich schauen, ob dieser Platz nicht trotzdem wahrnehmbar ist und bleibt. Wenn du das Gefühl hast, du verlierst diesen Kontakt, lass dich ruhig die Augen immer wieder schließen. Mit jedem Ausatmen immer wieder tiefer dort hineinsinken. Dann ist es immer leichter möglich, mit der Aufmerksamkeit in dem Sinn zu sein, der sogenannten Welt, Kontakt, trotzdem ganz tief in dieser Stille zu verweilen. Kannst du schauen, wenn du magst, ob dein Körper jetzt irgendetwas braucht. Vielleicht braucht er ein bisschen Bewegung, möchte sich anders positionieren. Und das ist gut, einfach in dieser Langsamkeit, in dieser Achtsamkeit zu sein, wirklich zu schauen, was ist jetzt der Impuls. Wenn du dann bereit bist, uns auch wieder über die Augen und über die Sprache begegnen. Sind wir gut schon? Magst du mich verkabeln? ABS gesprochen. Und wenn wir frei sein wollen, auch lernen wollen, so aus unseren Kontrollmechanismen herauszukommen, dann ist dieses ABS eine schöne Erinnerungshilfe, dass wir uns immer wieder erinnern, ach, unser Anti-Blockiersystem im Menschen ist Atem, Bewegung und Stimme. Und vielleicht ist schon gemerkt, dass das, worüber wir sprechen, ja jedem vertraut ist. Dass der Verstand ist nicht die Wahrheit, ja, die Person nicht, das Ego nicht. Aber was löst uns dieses ganze Wissen, wenn das immer wieder in diesen Verstand hineinkommt und dort auch hinaus? Und wir so den anderen Bereich des Menschseins nicht mit einbeziehen in unser Freisein. Und dieser andere Bereich des Freiseins ist natürlich unser Körper, die Gefühlsebene, das Unterbewusstsein. Und meine Einladung ist es wirklich, etwas bewusster zu atmen, weil das Atmen ist das, wo wir am meisten Kontrolle mit ausüben. Meistens unbewusst. Aber wenn ihr euch beobachtet, dann werdet ihr merken, dass wir die meiste Zeit nur sehr flach und oberflächlich angespannt atmen. Und was wir damit bewirken, ist, dass wir möglichst wenig fühlen. Dass wir uns nicht lebendig fühlen. Und so ist es einfach der erste Schritt, sich in dieser Ganzheit, in unserem ganzen So-Sein, in unserem ganzen So-Vollkommen-Sein wieder zu entdecken, dass wir uns wieder erlauben zu atmen, lebendig zu sein.
Kontrolle aufzugeben. Kontrolle, die wir so oft über unsere Gefühle, über unseren Körper, über unser Leben, über andere Menschen haben wollen. Wo wir doch immer wieder feststellen, dass das sowieso nichts ist. Und wenn wir sehr stark mit unseren Gedanken identifiziert sind, das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass wir es verlernt haben, uns in unserer Ganzheit wahrzunehmen. Dass wir uns kontrollieren, versuchen im Griff zu halten und die Zähne zusammenbeißen. Und wir können geistig Erkenntnisse haben, ach ja, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Gefühle. Was nützt das, wenn wir das nicht wirklich spüren? Was nützt das, wenn wir nicht wirklich die Erfahrung machen, dass es so ist? Und meistens ist es auch gar nicht möglich, wirklich still zu werden im Geist, wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, etwas zu unterdrücken oder zu bekämpfen. Und dieses ganze Hier und Jetzt sein heißt, sich auszurichten darauf, dass alles willkommen ist, was auftauchen möchte, dass alles gehen darf, was gehen möchte. Und dass wir lernen, in dieser Präsenz zu bleiben, ohne dass wir ständig zwanghaft versuchen, Dinge zu ändern. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwas anders zu haben, anders haben zu wollen, als so wie es ist. Das hat Buddha schon gesagt, das menschliche Leiden liegt darin, dass wir immer was haben wollen, oder was weghaben wollen. Und meistens bemerken wir es noch nicht mal mehr, weil wir da so mit beschäftigt sind, so identifiziert sind, ja, dass es sich so real und wirklich anfühlt und wir deswegen auch nicht erkennen können, was Wirklichkeit ist. Die wir oft mit verschiedenen Namen belegen. Jemand weiter sagt man das Absolute. Im christlichen Kontext sagt man Gott. Aber man kann auch sagen, die Buddha-Natur, unser wahres Selbst, wie auch unsere Seele. Da gibt es einen direkten Zugang zu. Hat mit dem zu tun, worüber wir jetzt gerade sprechen. Und ich zitiere sehr gern Ramana Maharshi, weil er gesagt hat, erst wenn du das Einzige in deinem Herzen erkennst, weißt du, was Wirklichkeit ist. Was bedeutet das? Was ist das Einzige in unserem Herzen? Können wir auch noch herausfinden und es erforschen, oder? Auf jeden Fall ist es köstlich. Es ist wundervoll. Wenn wir nach Frieden suchen, nach Liebe, nach Freiheit, nach Glückseligkeit, nach was auch immer, gibt es nur einen einzigen Fingerzeig, wo wir das finden können. Das finden wir nicht hier. Sondern hier. Und das Mysterium ist, dass es sowohl scheinbar im Körper ist, aber auch nicht wirklich. Weil in dem Moment, wo es sich offenbart, merken wir,
das ganze Universum drin ist, in diesem Herz. Und gleichzeitig auch umgekehrt. Da gibt es gar keinen Unterschied. Und wenn wir es uns nicht erlauben, tiefer zu sinken, dann können wir da noch so lange nachsuchen. Merkwürdige Instanz hat den Menschen suggeriert, dass man das hier oben findet, in unserem Geist. Aber schon Einstein hat gesagt, dass man die Lösung eines Problems nicht auf der Problemebene findet. Und da der Verstand von Natur aus begrenzt ist, in der Dualität lebt, die Welt versucht wahrzunehmen in gut und schlecht, in richtig und falsch, in Himmel und Hölle, in Gott und Teufel. Es ist zwecklos. Ich weiß nicht, wie das hier in Österreich ist für Deutschen. Wir haben so einen Spruch, ja, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Kennt ihr das auch in Österreich hier? Ja. Aber in Wahrheit ist es eigentlich umgekehrt. Es ist hoffnungslos, aber es wird nicht ernst. Ja, lass das mal auf der Zunge zergehen. Was ist das für ein Unterschied? Ne? Wenn wir sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, heißt, wir können dranbleiben. Es gibt noch Hoffnung. Wir können es noch irgendwie schaffen. Aber wir sagen, es ist hoffnungslos, aber zum Glück nicht ernst. Dann kann sich was zutiefst entspannen, oder? Dann ist das hoffnungslos. Was für ein Segen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Man spürt es. Was ist das, ne? Solange wir Hoffnung haben? Ja, was ist, wenn es keine gibt? Braucht man nichts mehr machen, oder? Können wir endlich sein. Und ihr merkt, selbst da können wir beobachten im Körper, dieses, es gibt keine Hoffnung, können endlich sein, mit einer tiefen Ausatmung verbunden sein kann. Oh. Na, endlich. Eigentlich ein Missverständnis ist, dass wir glauben, dass wir nur den Geist befreien müssen. Aber wie das so ist, dieses Spiel hier in der Welt, ist das Bewusstsein ja auch nur eine Hälfte der Medaille. Ja, weil Bewusstsein an sich bewegungslos ist. Und was nützt das, wenn wir einfach still sind und merken, ja, wir sind nicht der Verstand. Sind echt der Körper. Mhm. Okay, ich bin das alles nicht. Hat da jemand schon mal erlebt, dass das Freiheit ist? Wirklich? Ich beziehe mich nochmal auf das Thema Lebendigkeit, weil da kommt auch nochmal das Thema Energie ins Spiel. Ja, und das, was wirkliche Freiheit bedeutet, ist, wenn einfach diese ganzen Dinge miteinander verschmelzen. Das heißt, wenn wir nichts mehr unterdrücken und die Energie durch unser System fließen kann, und wenn sie sich quasi mit dem Bewusstsein vereint und die Menschen, die sich schon mit Tantra beschäftigt haben oder
mit indischen Philosophien. Die wissen, dass das in der Mythologie eine große Rolle spielt. Energie und Bewusstsein. Und ich kann sagen, ja, das stimmt. Weil wenn wir die Energie versuchen zu unterdrücken, meistens ja zwanghaft, es ist uns ja oft gar nicht klar, dass wir das machen. Ja, um möglichst Sicherheit im Leben zu haben, Kontrolle. Ja. Dann scheitern wir immer wieder. Manchmal ist es so, dass der Körper auf Krankheiten ausdrückt oder wir fühlen uns unlebendig, ein bisschen wie Zombies oder sehr kontrolliert und erstarrt. Und ich fand es schön, ich war vor kurzem in der Eifel und da sagte eine Frau, weißt du Rania, ich habe ja einen spirituellen Lehrer und letztens habe ich zu ihm gesagt, eigentlich ist das mit dem Bewusstsein doch so wie in einen Aufzug steigen und Etage für Etage höher zu fahren. Das Erste, was mir dazu einfiel, war, vergiss das Untergeschoss nicht. Ja? Wir fahren natürlich nicht gerne auf U1 und U2, weil wir Angst haben, dass Leichen im Keller sind. Aber Freiheit bedeutet, auch im Keller Licht anzumachen. Und dann zu erkennen, dass die Leichen da unten nicht nur tot sind, sondern dass da gar keine sind. Und wenn diese Energie strömen kann, ist das nichts anderes, als wenn wir das Licht anmachen in uns. Und letztlich könnte man sagen, wenn dies auf bewusste Art und Weise geschieht, es ist das, was wir den erleuchteten Geist nennen. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, irgendwas zu verändern. Und wenn wir das Licht anmachen, das heißt unsere Aufmerksamkeit, unsere Bewusstheit dorthin bringen, dann entdecken wir, dass es tatsächlich alles nur in unserem Geist stattfindet. Und dass nichts von all diesen Gedanken und Ideen und Hoffnungen und Befürchtungen, Erwartungen und auch die Hoffnung, dass nichts davon real ist. Aber es reicht nicht, wenn wir es hören. Ich möchte entdeckt werden, erfahren werden. Weil nur die unmittelbare Erkenntnis bedeutet Freiheit. Erkenntnis erlangen wir durch Erfahrung. Deswegen ist meine Einladung zumindest immer mal wieder ganz bewusst auch mal ein bisschen tiefer auszuatmen. Und ganz sanft vorsichtig zu experimentieren. Was passiert eigentlich mit der Atmung? Kommt das Leben rein, natürlich. Und eigentlich sollte man ja meinen, wir hätten ja Angst vor dem Sterben, aber meistens stellt sich heraus, wenn wir erforschen, dass wir mindestens genauso viel Angst haben vor dem Leben. Kann das sein? Anne, darf ich zu diesem Thema mal rauskommen? Sehr gerne. Ja, das freut mich. Sehr gerne. Viel mehr oder nicht? So wie du sagtest, mit dem Untergeschoss, aber Körper und Tag ist da so viel Mut. Und, darf ich dir das geben? Ja. Tag ist hier immer so viel Mut und wenn dann der Arm kommt, dann ist die Angst. Und das Untergeschoss ist ja für mich ein Lehrmeister, sondergleichen. Aber nur, wenn ich im Keller bin,
mich jagt ja etwas und allein von mir und vor ist es nicht möglich anzuhalten. Also, da ist ja das Empfinden jeden Augenblick halt umgebracht und dann renne ich. Ich renne innerlich und körpermäßig. Und das ist, das wiederholt sich jeden Tag oder jeden Abend. Aber das schon, ich glaube so eigentlich, ich bin so. Und da ist so wie vorher, da kommt wieder so der Mut. Und dann ist wieder dieser Mut drin. Und dieses, wenn du sagst, am Abend ist es dann, wenn du versuchst zu schlafen? Also ja, dann, das ist sobald es dunkel wird. Ja, die Dunkelheit ist sowieso, finde ich, ein heißes Thema, aber der Keller eben auch. Da ist auch so die Angst, ich könnte jeden Augenblick sterben. Und das lässt mich, aber, das lässt mich nicht sein, so habe ich das Gefühl. So. Und das, was das aber nicht will, das ist doch das eine und dasselbe. Zum einen will ich es nicht und zum anderen lässt es aber nicht zu, dass ich stehen bleiben würde und vielleicht mal schauen könnte, was mich eigentlich umbringen möchte oder was mich jetzt den Augenblick umbringt. Also es geht ja gar nicht darum, zu analysieren, was es genau ist. Und das geht gar nicht. Und das geht es nicht. Ja, sondern es geht eher darum, dass du bemerken kannst, wenn diese Energie aufsteigt. Und das kannst du nur natürlich, wenn du wirklich im Moment bist, dass du so früh wie möglich mitbekommst. Ja, weil meistens ist es so, dass so gerade das Unterbewusste, und das ist ja oft gar nichts Persönliches, sondern weißt du, die Menschheitsgeschichte. Wir alle haben diese Themen in uns, ja, von Täter und Opfer hatten wir gestern, ja, oder von Mord und Totschlag. Ja, und unser Geist gaukelt uns da oft alles Mögliche vor. Und ein Teil von dir weiß, dass es überhaupt keine reale Bedrohung gibt. Aber im Untergeschoss ist halt etwas, was sich immer wieder zwanghaft aktiviert. Ja. Und das hat nur Macht über dich, solange du erstens dran glaubst und zweitens in diesem zwanghaften Festhalten daran bleibst. Und der Teil, der im Widerstand ist damit, ist ja auch verständlich. Ne? Das ist eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, als dieses Spiel der Polarität vom Weg haben wollen. Ja, im Widerstand sein, aber dann eben auch nicht in den Keller reinzuschauen, was da wirklich ist. Das heißt, dass die Idee, die Gedanken, sich zu Geschichten spinnen und irgendwann erscheinen die real und die Macht wirklich aus. Ja, und wenn du sagst, dass du die schon dein Leben lang hast, dann hat sich da auch so ein bestimmtes Verhaltensmuster drin entwickelt. Ja, das ist mir jetzt sehr wohl bewusst, aber klar, aber das ist ja nicht das, was ich einfach möglich oder was ist denn das, was ist denn das Verhaltensmuster, das bis jetzt auftaucht? Also was machst du denn, wenn du merkst, diese Energie kommt hoch, letzte Gedanken? Ja, das, so, und dann gehe ich sofort, also ich traue mich nicht mehr links und rechts schauen und dann geht der drauf. Aber ich gehe nicht, ich hätte. Und es ist auch nackt sowieso, ich kann auch zu keinem Fenster, das Haus im Unfall ist da ständig immer. Jetzt ist es umgebracht. Und vielleicht lebe ich noch, aber ich glaube, man muss zu dem Punkt kommen, einfach dahin zu schauen. Das kann das auch eine Fantasie sein, dass ich dahin schauen muss? Also weißt du, was ich vorhin gesagt habe, was wir ja auch hier am Anfang geübt haben? Ne? So diese Achtsamkeitsmeditation, dass wir lernen, beim Atem mit der Aufmerksamkeit zu bleiben, egal was auftaucht. Das ist es, was du mal probieren kannst, weil der zwanghafte Mechanismus ist, wie du gerade gesagt hast, eine Erschreckung, eine Erstarrung. Und dann fängt der Kopf an, Geschichten zu spinnen, natürlich um irgendwie zu gucken, wo kriege ich jetzt Sicherheit. Ja, und dann flüchtest du vor dem Gefühlen. Und wir haben oft die Idee, ja, dass wir Gefühle nicht haben wollen, nicht haben dürfen, dass sie bedrohlich sind. Aber wenn wir mit der Aufmerksamkeit zum Beispiel beim Atem bleiben, das ist jetzt nur eine Möglichkeit, aber die ist sehr effektiv, dann bleiben wir im Hier und Jetzt. Das ist wie ein Anker. Ja? Weil wenn wir uns auf die Gefühle konzentrieren, selber,
jetzt auf diese Angst, auf diese Panik, auf dieses Erschrecktsein, dann kann das sein, dass die halt so groß werden, dass sie sich real anfühlen. Aber wenn wir beim Atem bleiben, bleiben wir im Hier und Jetzt. Und dieses im Hier und Jetzt sein, ja, ist die einzige Möglichkeit zu erkennen, dass das, was sich da abspielt, nicht real ist. Ja, wir verlieren, wenn wir unseren Geschichten folgen und diesen Horrorfilm, dann verlieren wir die Präsenz, die Aufmerksamkeit für uns. Und wenn ich sage, die Energie ist immer da, wo die Aufmerksamkeit ist, ja, dann kannst du jetzt schon selber bemerken, in dem Moment ist sie im Kopf und dann glaubst du, du bist der Hauptdarsteller in diesem Gruselfilm. Ja? So. Hast du, lass dich jetzt einfach mal so einen Moment versuchen, wirklich mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben. Egal, was da jetzt gerade ist, ob Aufregung da ist, ob du Herzklopfen spürst. Einfach nur die Aufmerksamkeit darauf richten, wie der Körper von ganz alleine ein- und ausatmet. Wenn es schwerfällt, kannst du die Hände auch auf den Bauch legen und die Bewegung des Bauches mitspüren. Dich beim Einatmen die Luft wirklich den Bauch füllt. Selber meinst, tiefer, schneller, mehr atmen zu müssen, das ist da gar nicht wahr. Das ist das Nächste. Ach, der Atmen ist nur hier. Und ich schaue auch so intensiv, dass ich. Merkst du, dass du trotzdem nicht einfach. Das ist so der alte Kontrollmechanismus. Und wenn ich sage, so, dass wir dieses Antiblockiersystem nutzen können, ja, dann bedeutet das letztlich, dass wir dieses Gefühl von Getrenntheit und von diesen Ängsten aus dem Untergeschoss, ja, in unser Bewusstsein bringen. Das heißt, wir bringen die emotionale Ebene, also die Ebene in unseren unteren Zentren mit dem Herz und mit dem Geist zusammen. Und oft ist das scheinbar wie so eine Blockade, aber das ist wohl die Gewohnheit, weißt du? Die Tendenz, dass du das einfach schon dein Leben lang unterdrückt hast. Und es kann sein, weißt du, dass das hier einfach, sag ich mal, verspannt ist, weil du halt so viele Jahre nur ganz flach geatmet hast. Aber wenn du es bemerkst, lässt dich davon nicht stören, weißt du? Du bemerkst es, beobachtest es, der Atem geht bis hier. Und auch da musst du nichts anders haben wollen, als so wie es ist. Kann gut tun, wenn du eine Hand auf das Herz und eine Hand auf den Unterbauch legst. Weißt du, wo verbindet sich die Energie mehr? Worum es wirklich geht, weißt du, ist, dass du da bleiben kannst und wirklich die Erfahrung machst, dass nichts von dem, was dir Angst macht, real ist. Ja. Und weißt du, was wir in Therapien oft machen, oder was wir Menschen auch überhaupt machen oft, dass wir anfangen zu analysieren und zu schauen, wo kommt das her, warum erlebe ich das, ja? War ich ein schlechter Mensch im früheren Leben. Ja. So, aber das führt zu gar nichts. Diese ganzen Geschichten führen zu gar nichts. Ja, manchmal macht man da irgendwie Rückführungen und ich meine, wenn man weiß, dass man im früheren Leben eine Hexe war, ist verbrannt worden, dann weiß man, aha, deswegen habe ich heute Angst vor Feuer. Aber das heißt nicht, dass du frei bist. Also wie gesagt, ja, mit mir mache ich schon gar keine Rückführung. Das wollte gut, da wollte ich keine Angst. Ich mache schon gar keine. Ich komme gar nicht so weit zum Denken. Also in dem Moment komme ich gar nicht zum Denken, ja, warum oder wieso. Das Einzige ist, dass ich einfach nur beim Stehen bleiben möchte. Ja. Also, und dafür brauchst du jetzt gewisse Sicherheit. Und dieses Atmen ist wirklich ein Anker.
Und wir können uns das so vorstellen, dass unser Geist, ja, und diese Metapher gibt es von vielen spirituellen Lehrern, der ist im Prinzip so wie die Wellen im Ozean an der Oberfläche. Ja? Und so spinnt unser Geist sich Geschichten zurecht. Und der hat immer irgendwelche Turbulenzen, weil das, die Oberfläche des Meeres, die ist nie gleich. Ja, mal plätschert es ein bisschen und mal sind die Wellen heftiger. Und was wir oft machen, ist, dass wir uns identifizieren mit dieser Oberfläche in uns, nämlich mit den Gedanken, die auftauchen. Ja, und dann fangen wir an, da drin zu strudeln, zu kämpfen. Ja, und das ist das Missverständnis. Ja, dass wir nämlich glauben, wir sind eine Welle und andere Wellen sind bedrohlich für uns. Ja, oder wir brauchen andere Wellen zum Überleben und versuchen dann hinter den anderen Wellen herzuschwimmen. Ja, und diese Erkenntnis, das Hinzeigen auf das, was wirklich ist, was jeder auf eine bestimmte, sehr unterschiedliche Art und Weise macht, ist immer, dass es darum geht, dass wir in die Tiefe zurückkommen. Und in diesem Bild ist es die Tiefe des Ozeans. Ja, dass wir merken, in der Stille in uns können wir das beobachten. Ja, und dann spielen diese Gedanken wilde Wellen, mal auch Tsunamis, bedrohliches Leben. Aber wenn wir wissen, wo wir zu Hause sind, dann sehen wir, dass das alles nur auftaucht. Und wie die Wellen im Ozean, das ist natürlich so, was ist das ja alles, das gleiche Wasser. Ja, das taucht auf, spielt da oben und versinkt wieder in dieser Tiefe. Und genau das ist das, was wir auch in der Meditation gerade so ein bisschen, oder wo ich versucht habe, euch hinzuführen, dass wir merken, das taucht alles auf und versinkt. Aber das, was wir wirklich sind, weißt du, ist völlig unberührt, immer dieses gleiche Wasser. Ja, und was wir machen, ist, dass wir uns oft eben mit diesen Gedanken und Geschichten und Gefühlen, Emotionen identifizieren. Ja, anstatt mit dem, worauf das alles immer auftaucht und wieder verschwindet. Ja, und du wirst die Angst natürlich nicht los, wenn du immer wieder versuchst, die Dunkelheit zu vermeiden. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, weil ich weiß, dass es vielen Menschen in irgendeiner Art und Weise so geht. Ja. Und wir müssen auch nicht zwanghaft im Dunkeln sitzen und gucken, ob wirklich was ist, sondern den Platz in uns finden, dass du der frei ist von all dem. Der Verstand oder von der Zunge ist der so raffiniert, weil ich kriege auch souverän, oder du schnappst über, du drehst vor. Das ist so, es geht so schnell. Das ist schon drin. Ja, weißt du, das ist auch nur eine von den Wellen. Ja. Das ist auch nur eine von den Wellen. Weißt du, wir müssen nicht nach irgendeiner Welle greifen und daran glauben, sondern die wirkliche Freiheit liegt darin, dass wir erkennen, dass alles, was auftaucht und wieder verschwindet, einfach immer nur erscheint und wieder geht. Und dass es in uns etwas gibt, was nichts damit zu tun hat. Und ein erster guter Schritt ist, so gut es geht, bewusst zu atmen, ja, weil du damit, wenn du mit der Bewusstheit beim Atmen bist, automatisch wirklich in der Gegenwart bist. Ja, hier und jetzt ist gerade nichts Bedrohliches da, oder? Genau. Und das lässt mich einfach im Alltag immer wieder überprüfen. Das, warum alle spirituellen Lehren immer auf das Hier und Jetzt hinweisen. Ja, weil unser Verstand, was hast du gerade gesagt, der ist raffiniert, die Geschichten auch. Ja. Weißt du, in dem Moment, wo wir wirklich ganz hier sind, können wir das entdecken, dass das nicht real ist. Es reicht nicht, wenn wir es uns einreden, wenn wir es hören oder lesen. So gut nicht, ja. Nein. Ja, deswegen ist dieses Untergeschoss schon auch wichtig.
aber ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen mehr den Geschmack davon geben, was das Einzige in unserem Herzen ist. Dieses köstliche, süße, leckere. Damit wir wirklich sagen können, das ist eigentlich das Pflanzchen im göttlichen Badewasser. Was bedeutet das, wenn jemand mir Ramana Maharshi sagt, erst wenn du das Einzige in deinem Herzen erkennst, weißt du, was Wirklichkeit ist? Und jetzt haben wir ja gerade vom Keller gesprochen. Wenn wir wissen, der Keller ist nicht das Wirkliche, dann bedeutet das übersetzt, dass das, was in unserem Unterbewusstsein auftaucht, nicht das Wirkliche ist. Ja, wir alle sind nicht getrennt von dem Rest der Menschheit. Und so ist in unserem Unterbewusstsein jede Erinnerung von allen menschlichen Abgründen drin. Ja, und meistens ist es ja so, dass wir uns polarisieren und sagen, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ja, oder ich bin dieses Arm, die Arme, ja, und jemand anders ist schuld daran, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ja, und wenn wir aufhören, in dieser Projektion zu bleiben, sondern wirklich erkunden, dass nicht der eine dies ist und ich was anderes, sondern dass das einfach nur Ideen sind, Konzepte, Vorstellungen, die Identifikation, die wir uns selbst geschaffen haben. Ja, wo es ja auch ein göttliches Spiel ist, dass die Menschen sich immer wieder zusammenfinden. Wenn jemand eine Mentalität hat von ich arme, ja, ich werde immer ausgenutzt und manipuliert, dann findet sich auch sicherlich jemand, der das gerne macht. Oder? Wenn wir so eine Idee haben, ich will niemand, ich bin nicht liebenswert und werde immer verlassen, dann werden wir ganz sicher auch ganz viele Menschen finden, die das immer wieder machen. Wie so eine Hypnose. Ich habe immer Menschen angezogen, die dann mich weggestoßen haben. Nicht, weil ich irgendwie stinke oder weil ich nicht liebenswert bin, sondern weil ich es eigentlich ziemlich offensichtlich in meinem Energiefeld hatte, diese Idee, ja, ich werde verlassen. Das stand hier wahrscheinlich auch für alle sichtbar. Bitte verlass mich. Können wir das nicht, ne? Bitte schlag mich, bitte benutz mich. Ja, und diese Filme des Lebens, die fühlen sich so real an, oder? Und mir hat es nicht geholfen, obwohl ich gar nicht sagen kann, dass ich vorher irgendwo im Satsang saß. Also ich wusste nichts davon, was wirkliche Freiheit ist. Aber irgendeine Instanz drin, die so stark war, dass ich es nicht verhindern konnte, hat mir diese Weisheit offenbart, von der ich jetzt sprechen kann. Und das eine ist, dass wir in diesem Gewahrsein, in diesem Bewusstsein aufhören zu kontrollieren, zu unterdrücken und zu bekämpfen. Und das ist ja auch passiert, dass ich irgendwann auf einmal Stopp gemacht habe mit diesen leidvollen Beziehungen. Stopp gemacht habe, irgendwie im Außen immer irgendwas zu suchen, was mir Sicherheit gibt. Oder dass ich dann endlich doch jemanden finde, der bei mir bleibt. Dann ist es ganz so tiefes in sich selbst zurückziehen. Und dann kam dieses Untergeschoss. Mit aller Wucht, ja. Hat sich wirklich gezeigt. Und da ich nicht wusste, was passiert, hat es mich wie so ein Zyklon immer tiefer reingezogen in diesen Keller. Diesen ganzen Schmerz, das war nicht nur der eigene, sondern wirklich das, was Menschen als Schmerz kennen. Ich könnte sagen, Weltenschmerz. Es kam einfach ungefiltert hoch und eine Intelligenz in mir hat nichts analysiert. Ja, sondern es ist einfach genau das passiert, was ich heute teilen kann. Ja, dieses Mittendrin sein und nichts mehr einwenden, nichts mehr bekämpfen, nichts mehr unterdrücken. Ja, und Gott sei Dank gab es hier immer diese Instanz, die sich dessen bewusst war, was passiert. Ja, das heißt also, dieses Beobachten können von dem war immer da, ganz natürlich.
Und deswegen weiß ich heute, wie wichtig das ist. Und dass es auch die Möglichkeit ist, wirklich frei zu sein, wenn wir eben nicht mehr unterdrücken, nichts bekämpfen, nichts mehr verändern wollen, aber nicht nur hier oben das Wissen, ja, sondern dass dieses Bewusstsein uns im Ganzen packt, dass wir da nichts ausschließen. Ja, und diesen stillen Platz finden wir nicht hier oben. Und wir alle kennen das doch auch, wenn sich Menschen begegnen, sag ich mal so auf der Verstandesebene. Das ist ja das, was eigentlich auch die Trennung verursacht, dieses Recht haben wollen. Und dieses ist es so oder ist es anders und bist du okay oder nicht okay, bin ich okay oder nicht okay. Und da ist ständig was in so einer Spannung. Ja, und das gibt es hier nicht im Herzen. Wir fühlen uns immer getrennt, wenn wir die Welt von oben betrachten und wenn wir glauben, das ist die Realität. Und hier gibt es kein Getrenntsein. Weder ein Getrenntsein von uns selbst, ja, also Untergeschoss und Obergeschoss, man könnte ja auch sagen Hölle und Himmel, ja, oder Böse und Gut. Ne? Das ist ja eigentlich genau das, was in uns stattfindet und was wir auch so auf die Welt projizieren. Wir sagen, da hinten ist was gut und da ist was schlecht, aber das findet eigentlich alles in uns selbst statt. Und hier ist dieser stille Platz, wo sich das auflöst. Da lösen sich die Konzepte auf, die Ideen, die Glaubenssätze. Und das Wissen, was wir im Verstand haben, ist ja nur was Gelerntes. Und hier ist Weisheit. Und die kann man nicht lernen. Die Weisheit ist das, was dann übrig bleibt in der Offenbarung, in dem Erkennen von dem, dass all diese Dinge, die sich da unten und auch da oben abspielen, dass die keinerlei Realität haben. So kompliziert sein. Hier gibt es nur Einfachheit. Einfaches Sein. Und getrenntes, liebendes, mitfühlendes, trotzdem unberührtes Sein. Kein Widerspruch mehr. Keine Priorität. Es ist unberührt, aber nicht getrennt. Die Trennung ist hier, die ist nicht hier. Das, was es so köstlich macht, dass es eigentlich auch die Zeit stehen bleibt. Ich finde mich auch nur hier statt. Und gleichzeitig ist es eben genau dieses Mysterium, dass es hier keinen Anfang und kein Ende gibt. Einfach
die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit. Dass auf einmal aus sich selbst heraus diese Liebe, nach der wir so oft vergeblich im Außen suchen, dass die auf einmal hier raussprudelt. In einer solchen Intensität, wie es in diesem Geben-Nehmen-Spiel der Menschen überhaupt nicht möglich ist. Warum sollte man sich dann in diese weltliche Polarität verstricken, ja, wenn das hier so köstlich ist? So erfüllend, so absolut vollkommen. Keine zwei mehr.